Grüß Gott, ich möchte Sie einladen zu unserem Studientag Hirn und Internet, das richtige Arbeiten am Computer, zusammen mit Professor Page aus Würzburg, Experte Pädagogik, Experte der Erwachsenenbildung und hat sich auch intensiv beschäftigt mit der Hirnforschung. Herr Professor Page, verändert denn die Arbeit am Computer, die Arbeit mit dem Internet, unser Gehirn tatsächlich messbar? Also erstmal vorausgeschickt, jede Erfahrung, die wir machen, schlägt sich sozusagen in unserem Gehirn nieder. Also alles, was wir erfahren, ob wir draußen spazieren gehen oder Tage und Nächte lang vor dem Computer verbringen, das verändert unsere Gehirnstrukturen. Das ist sozusagen die Basis. Das Internet ist natürlich jetzt eine Einrichtung, die mit einer Fülle von Daten auf uns einstürmt. Ich kann hier ganze Bibliotheksbestände mir herunterladen, auf den Bildschirm holen. Ich kann aber auch Filmclips sehen, Musik sehen und sonstige interessante Sachen, über die wir hier lieber nicht reden wollen. Das heißt, ein riesiger Informationsfluss strömt da auf mein Gehirn ein und das Gehirn muss das erstmal sortieren. Manche Hirnforscher das sagen, unser Gehirn ist das noch gar nicht gewohnt. Wir sind sozusagen ja Menschen, die 70.000, 80.000 Jahre in dieser Form existieren und ganz bescheidene Umwelterfahrungen hatten. Und nun plötzlich diese Fülle von Impulsen, die auf uns einströmen, parallel dazu ja auch das Fernsehen, was weiß ich, 100 Programme am Abend, und das dröhnt auf unsere Gehirnwindungen, wie man laienhaft sagen kann, ein. Und da sind zu viel Informationen. Das heißt, ich muss lernen, das Internet zu verstehen als ein outgesourcedes Gehirn. Interessant. Ja, ein outgesourcedes Gehirn, auf das ich sozusagen wie eine externe Festplatte manche Erfahrungen, die ich gemacht habe, abspeichern kann. Gleichzeitig muss ich manche Dinge auch nicht mehr explizit lernen, sondern kann sagen, das hat ja mein Computer gespeichert, das kann ich abfragen. Also das berühmte Googlen wird sozusagen zu einer neuen Kulturkompetenz. Professor Page und ich haben uns auch mehrmals hingesetzt, daran gearbeitet, nicht nur, dass wir die Situation beschreiben, die Sie an Ihrem Arbeitsplatz oft genug selbst erfahren, sondern was wir neu Ihnen anbieten wollten, waren tatsächliche Lösungswege, Lösungsvorschläge. Deswegen haben wir ein Toolkit für Sie entwickelt, wo wir wirklich konkrete Anleitungen geben, wie wir den Arbeitstag am Computer, wie wir das Recherchieren im Internet effektiver, wie wir damit Ihre Arbeit effektiver gestalten können. Sie sehen das in unserem Programm. Herr Professor Page, vielleicht ein Beispiel. Also wir alle kennen die Erfahrung, wir öffnen früh unseren Computer und sagen, erstmal gucke ich meine Mailbox nach, was habe ich denn da für Mails bekommen und so weiter. Und dann rattern da die Posteingänge, wie wir da schön sagen, herunter und dann sagen, da müsste ich antworten, das müsste ich machen. Aber ich müsste gleich noch mal gucken, was sozusagen auf der Webseite XX noch zu finden sei und dann wühlen wir da wieder. Das heißt, unser Gehirn ist erstmal in Aufregung versetzt. Und das kann ich vielleicht machen am Abend, wenn ich in der Freizeit bin, dass ich einfach, ich google oder bin im Internet und lasse mich da davon treiben. Aber ich denke, bei Arbeitsprozessen oder Denkprozessen, bei lösungsorientierten Arbeitsprozessen, muss ich schauen, was will ich eigentlich im Computer? Was ist wichtig, was ist nicht wichtig? Also im Grunde genommen, die alte Regel, important, not important, dass ich das so mir verinnerliche und sage, ich schaue ganz achtsam, was will ich als nächstes tun und wo will ich im Moment nicht hin. Ich will keine Reise buchen im Moment, ich will nicht schauen, was gibt es für neue Bücher zu dem und dem Thema, sondern ich will dieses eine E-Mail erstmal beantworten und auch vorher noch zu verstehen suchen. Das heißt, das Internet ist ein sehr schnelles Medium und lenkt uns im Grunde genommen unser Gehirn ab. Das heißt, das Mittelhirn, die Emotionen, die tackern da ständig rein. Und wir müssen dann wieder zurückkommen zur Kognition, das heißt zur Hirnrinde, mal ganz hirnorganisch gesprochen. Was will ich eigentlich tun? Was will ich erreichen? Und diese Frage wird hier oben geklärt und nicht von den Gefühlen, von den vielen Bilderchen, von den Clips, die da reinflitzen auf meinem Bildschirm. Jawohl. Ja, wir hoffen, dass wir Sie jetzt ein bisschen ablenken konnten, was wir eigentlich in dem Seminar Ihnen beibringen wollen, wie Sie es verhindern können. Kommen Sie zu uns auf den Seminartag, dann holen Sie die Zeit, die Sie jetzt hier versäumt haben, auf jeden Fall wieder rein. Herzlich willkommen. Gerne.